Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Waschbeckenstöpsel ganz einfach entfernen kann, wenn dieser klemmt und einfach nicht mehr hochgeht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unser ganzes Wasser aus dem Waschbecken herausbekommen. Hierfür am besten mal einen leeren Behälter nehmen und das Wasser anschließend in die Toilette bzw. in einen leeren Eimer geben. Und wenn fast alles weg ist, nehme ich mir mal noch ein trockenes Handtuch zur Hand und schaue einfach, dass ich das restliche Wasser jetzt auch noch aufsauge. Denn nun ist wichtig, dass unser Waschbeckenstöpsel auf jeden Fall schön trocken ist. Wenn auch das passt, nehme ich mir mal ca. 10 cm relativ starkes Klebeband, drücke dieses in der Mitte auch jetzt leicht fest und nun kann ich nämlich außen an den zwei Enden normalerweise auch schon den Stöpsel ganz einfach wieder herausziehen. Wenn du typischerweise am Sonntagnachmittag kein Klebeband zur Hand hast, kannst du auch einfach einen Staubsauger nehmen. Diesen musst du mal relativ mittig und vor allem auch gerade ansetzen. Danach den Staubsauger einschalten und kannst danach den Stöpsel mit den Fingern auch schon herausziehen. Damit so ein Problem nicht wieder vorkommt, sollten wir auf jeden Fall mal die Zugstange bei unserer Armatur richtig einstellen und vor allem natürlich auch unseren Stöpsel vom Waschbecken. Noch hierfür habe ich auf meinem Kanal auch schon mal ein extra Video gemacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich einen neuen Stöpsel bzw. auch eine neue Ablaufgarnitur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.